Show Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade. Ich dachte, wir wollten das nicht mehr sagen. Letztes Mal habe ich noch einen Anschluss bekommen. Ja, aber nachdem wir das die letzten Male auch immer wieder gesagt haben, dachte ich mir, ich kann es heute noch ein letztes Mal sagen. Das war also jetzt ein Digital Upgrade. Ja, sozusagen. Gut, der Name bleibt natürlich gleich. Das Programm ändert sich wie immer ein bisschen und heute haben wir ein neues Thema und zwar... Heute geht es um Fotografie, also im ganz Allgemeinen. Weniger darum, wie mache ich Fotos, sondern was mache ich, wenn ich Fotos geschossen habe. Also wenn sie dann auf den Rechner gelangen sollen zum Beispiel. Wenn ihr generelle Infos zum Thema Fotografie haben wollt, Podcasts abonnieren wollt, die sich darum kümmern, gibt es ein paar, die sehr empfehlenswert sind. Zum Beispiel den Podcast Happy Shooting, findet ihr unter happyshooting.de, ist ein Audio-Podcast. Zum Beispiel den Podcast Monis Motivklingel, wenn es wirklich um den gestalterischen Part geht. Wenn ihr sagt, ich will unbedingt Video-Podcasts haben, können wir verstehen. Dann schaut euch zum Beispiel mal Blende 8 an oder Foto-TV. Das sind auf jeden Fall alles Podcasts, die sich viel mehr mit dem fotografischen Part von der Fotografie beschäftigen und auch dort auf Kameras eingehen oder halt auf wie mache ich das, dass mein Foto schön aussieht. Und wir alte Nerds, wir kümmern uns natürlich nur darum, wie funktioniert das Ganze im Computer? Ja, du hast auch schon so lange geredet, ich wusste gar nicht, ob ich jetzt gehen soll. Was zeigen wir euch heute? Wir zeigen euch heute vor allem ein Produkt, das es nur auf dem Mac gibt, und zwar iPhoto. Dann schauen wir uns noch Picasa an und noch einen kleinen Trick für alle Mac-User, die ein iPhone haben. Wollen wir auch noch zeigen. Genau, also um das gleich vorwegzunehmen, die heutige Sendung wird euch präsentiert von Smile Software. Vielen Dank an Smile Software, die uns hierbei unterstützen, dass wir reich und berühmt werden können. Vor allem reich, also berühmt sind wir ja schon. Ja. Autogrammkarten, kiloweise im Kofferraum. Ja, und jetzt gucken wir uns mal das erste an. Wie gesagt, schon iPhoto. Gibt es nur auf dem Mac, kommt mit iLife zusammen. Also im Zweifel ist das schon vorinstalliert auf eurem Rechner. Oder ihr habt euch ein iLife nachgekauft. Und so sieht iPhoto aus. Ja, es sieht genauso aus wie die meisten anderen Apps auch am Mac. vor allem die ganze iLife-Suite ist da relativ gleich lautend. Jetzt will er natürlich hier mein iPhone benutzen. Dann zeigt ihr mir ein Startbild. Also wir entscheiden uns erstmal später. Also wie ihr hier seht, wir haben da ein iPhone dran gehängt. Wir zeigen euch gleich warum. Und ja. Ja, jetzt können wir hier eine Suche durchführen. Und also das ist im Großen und Ganzen... Ist es alles selbsterklärend? Wir drücken jetzt hier mal auf Ja. Dann kriegen wir noch ein paar Infos, können jetzt hier die Hilfe anschauen, erste Schritte uns anschauen. Das lassen wir alles, drücken hier auf Schließen. Jetzt habe ich hier meine iPhone-Fotos. Hunderttausende aus langer Zeit und auch nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal. Wir importieren sie alle nicht. Dann wählt doch einfach nicht das iPhone auf der linken Seite aus. Das ist noch viel einfacher, genau. Klick hier auf Ereignisse. Und jetzt kann ich eigentlich direkt loslegen. Also wie ihr seht, da habe ich jetzt hier noch keine Fotos in meinem iPhoto drin und die müsste ich natürlich jetzt irgendwie hier reinbekommen. Das gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, ich kann das iPhoto selber danach suchen lassen oder ich füge einfach Fotos hinzu. Das geht, wie wir das am Mac auch so kennen, per Drag and Drop. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, ich habe hier eine simulierte Festplatte oder halt einen USB-Stick oder irgendwas, wo meine Fotos drauf liegen. Hier hat die Karte aus meiner Fotokamera und habe jetzt hier ein paar Fotos. Die kann ich jetzt alle auswählen. Wenn das jetzt eine echte Speicherkarte wäre, würde iPhoto das auch sofort erkennen, würde sagen, genau. Hey, ich habe da eine Kamera oder eine Speicherkarte entdeckt, möchtest du denn, dass ich die Bilder importiere? Und dann könnt ihr einfach die Bilder auswählen, die rein importiert werden sollen. Genau, ich drag sie jetzt mal rein, wechsle dann wieder hier zu iPhoto, kann jetzt hier einfach auf Fotos oder auf Ereignisse droppen lassen, schmeiße sie mal in Fotos rein, jetzt importiert er mir hier die Fotos. So einfach, so einfach funktioniert es. Und jetzt gibt es natürlich hier noch ein paar Features, wie man so schön sagt, die man ganz gerne benutzen möchte. Man möchte ja die Fotos nicht nur irgendwie hier reinbekommen, sondern man möchte die Fotos vielleicht auch schöner machen oder man möchte sie als Ereignis speichern. Ich habe jetzt hier die ganzen Fotos als ein Ereignis gespeichert. Ich kann hier, wenn ich draufklicke, kann ich reingehen. Ich kann jetzt hier auch verschiedene Fotos auswählen. Wenn ich sage, ich möchte jetzt hier... Die drei Fotos, kann ich mich daran erinnern, kann ich jetzt zum Beispiel hier auch rausschneiden und später in einem anderen Ereignis einfügen. Das macht da jetzt hier natürlich wenig Sinn. Ich lasse es einfach mal hier drinnen. Und ich kann hier nach Gesichtern suchen. Das macht er normalerweise automatisch, wenn wir jetzt Fotos von Gesichtern hätten. Das haben wir aber nicht. Deswegen
Machen wir da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Wir können jetzt hier, da haben wir die Übersicht. Möchte jetzt das Foto bearbeiten, dann klicke ich auf das Foto doppelt. Und jetzt habe ich hier unten so zum einen eine Übersicht von allen anderen Fotos, um durchzuscrollen. Und ich habe hier die Möglichkeit, das Foto zu bearbeiten oder mir die Infos anzeigen zu lassen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Bearbeiten klicke, habe ich hier so weitere Möglichkeiten, um ein paar einfache Bearbeitungssachen durchzuführen. Ich kann zum Beispiel Effekte einfügen, wie zum Beispiel, ich kann das Foto schwarz-weiß machen lassen oder einfach nur verbessern, wenn ich hier drauf drücke, dann wird es automatisch aufgehellt. Und ich kann das Ganze natürlich hier noch feintunen im Endeffekt. Das kennt man aus den meisten anderen Foto-Apps auch. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, noch bestimmte Änderungen vorzunehmen. Ich mache jetzt hier zum Beispiel den Kontrast ein bisschen raus oder ein bisschen mehr. Oh, das geht bei manchen Bildern besser als bei anderen, besonders bei denen, das sind jetzt sogenannte RAW-Bilder. Was das genau ist, das erklären wir in der nächsten Sendung ein bisschen genauer. Wenn ihr JPEGs schießt, dann funktioniert das auch. Das Ergebnis kann sein, dass die Bearbeitung im Endeffekt vielleicht nicht ganz so gut wird wie mit einem RAW-Bild. Also wenn eure Kamera RAWs schießen kann, iPhoto kann damit umgehen, kann die euch dann nachher auch in JPEGs umwandeln und ihr habt in der Nachbearbeitung viel mehr Möglichkeiten. Und wie gesagt, darauf kommen wir später nochmal zurück. Was du mal machen kannst, was gar ganz toll ist im neuen iPhoto, wenn ihr euch das jetzt zu klein ist, was ihr hier alles seht, dann gibt es jetzt den tollen Vollbildmodus links unten. Das ist voll hübsch, das ist jetzt total neu. Genau, und da kann man jetzt die in Vollbild bearbeiten, also wer das braucht. Kannst auch hier ins Bild noch ein bisschen reinzoomen. Je nachdem, wie gut das Bild aufgelöst ist, desto genauer ist auch dann hier die Zoomstufe erkennbar, um beispielsweise jetzt hier Änderungen durchzuführen. Ja, was kann ich noch machen? Ich sage mal, wenn ich jetzt hier fertig bin mit dem Bearbeiten von meinem Bild, habe ich noch die Möglichkeit, das Bild bereitzustellen. Dann kann ich hier einfach draufklicken auf diesen Link da unten und habe jetzt hier direkt die Möglichkeit, das Bild in meine MobileMe-Garantie in meine MobileMe-Gallery zu veröffentlichen oder einfach nur normal bereitzustellen oder bei Facebook direkt zu posten. Also die meisten Plugins von bekannten Seiten sind bereits integriert. Ja, ich würde sagen, das war so ein kleiner Rundschlag zu iPhoto. Was man noch wissen sollte, ist, iPhoto hat hier dieses Feature, ich muss jetzt mal aus dem Vollbildmodus wieder rausgehen, dafür drücke ich Escape, diese Möglichkeit hier Orte anzuzeigen. Orte macht natürlich nur dann Sinn, wenn man Fotos hat, die auch den Geotag gespeichert haben, also wenn man auf dem Foto, digitalen Foto sozusagen hinterlässt, wo man das Foto geschossen hat. Das können die normalen Kameras, können es normalerweise nicht, aber eins der billigeren Kameramodelle, die es können, ist zum Beispiel die iPhone-Kamera. Und deswegen möchten wir natürlich gerne auch ein paar Bilder aus dem iPhone da reinbringen. Genau, also die meisten Android-Handys können das genauso. Es kommen auch immer mehr sogenannte Consumer-Kameras, kleine Kameras, die so einen GPS-Chip mit drin haben. Und da ist es ganz praktisch, wenn man nachträglich sehen kann, wo wurde das Foto aufgenommen. Dann importieren Sie doch mal und jetzt kommt der super Trick, den die meisten kennen ihn nicht. Es ist ja so, wenn ich mein iPhone, kann ich mal nochmal groß werden? Also wenn ich hier mein iPhone habe, das hier so am Kabel hängt, ja, dann ist es normalerweise ja nur mit meinem Rechner sozusagen synchronisiert und wird auch nur auf meinem Rechner da so erkannt, dass ich Bilder direkt adden kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein fremdes iPhone benutze, dann kann ich die Bilder ganz einfach importieren. Zum einen natürlich auch immer, wie man gesehen hat, in iPhoto. Aber wenn ich das jetzt nicht möchte, weil ich ja nicht möchte, dass die Bilder beispielsweise da in der Bibliothek landen, sondern die Bilder einzeln importieren möchte, dann kann ich hier dieses App, digitale Bilder heißt es, das ist der Image Capture, heißt es auf Englisch, heißt auf Deutsch wirklich digitale Bilder. Ja, ein bisschen blöder Name. Aber wirklich so toll übersetzt, ja. Da kann ich die Bilder dann auch, wie ihr seht, hier einzeln auswählen. Ich habe jetzt hier so vier schöne Bilder. Und dann kann ich hier einfach auf Importieren klicken und dann importiert er mir die Bilder im Zweifelfall irgendwo hin. Da unten ist jetzt zum Beispiel der Bilderordner ausgewählt. Genau, der ist ausgewählt. Man kann aber auch jeden anderen Ordner auswählen. Machst du mal auf den Schreibtisch, dann sehen wir sofort, dass sie da landen. Zack, da sind die Fotos. Und jetzt kann ich die Fotos hier wieder auswählen. Ich mache mir hier erst wieder. Du kannst auch einfach auf Stock-Icon dragen, weil wir sind ja hier auf dem Mac, da geht es fast überall, bis auf iMovie, Drag and Drop, ganz toll. Wieso soll ich auf Dock-Icon droppen? Also meinst du da unten? Ja, das ist natürlich richtig. Das wollte ich auch machen. Gut. So, da geht es hier drauf. Zack. Wenn die Fotos hinzugefügt. Voll hübsch. Die haben wir gerade vor 5 Minuten aufgenommen. Und wie ihr gesehen habt, hier im Orte,
sich schon was getan. Oh. Und wo waren wir gerade? Jetzt sehen wir hier schön, wo wir sind. Das ist für den Punkt, das ist ja zwar nicht ganz richtig, aber hier wurden die Fotos zumindest gemacht. Der Ort stimmt auch. Also wenn man den Ort auf der Karte stimmt, nur der... Das macht halt, da hat halt Google ein bisschen vergeigt, sag ich mal. Und dann kann man hier natürlich noch raussuchen. Wenn wir jetzt ganz viele Fotos gemacht hätten, dann würden wir sehen, wie viele Fotos wir hier im Umkreis von München gemacht haben. Das ist sehr schön, weil man natürlich zum einen nachvollziehen kann später, wo hat man die Fotos gemacht. Und wenn man jetzt beispielsweise ein intelligentes Album anlegt, dann kann man sich Fotos aus verschiedenen Regionen hinzufügen lassen. Und man sieht zum Beispiel auch ganz schön, angenommen, man macht jetzt beim Wandern viele Bilder, kann man nachträglich hier tatsächlich den Weg sehen, den man gegangen ist. Ist ganz, ich meine, das braucht man jetzt nicht unbedingt, aber es ist einfach eine ganz nette Spielerei. Und das nächste, was man tatsächlich auch mal brauchen kann, ist das Gesichter-Feature. Tada. Wow, zwei Unbekannte. Awesome. Jetzt haben wir hier zwei Gesichter, die hat er natürlich automatisch erkannt. Wie wir gesehen haben, wir Glück gehabt, dass er den Hasen vorhin hier erkannte, den Herrn Hasen. Aber es hat sich mittlerweile natürlich auch schon verbessert. Jetzt kann ich hier natürlich Basrian und mich eingeben und Tino. Und das Schöne ist, weiter zu Gesichter, genau. Und wenn jetzt alles passt, dann müsste er die anderen Fotos, die wir gemacht haben, auch erkannt haben. Genau, die müssten da hinten drin da liegen. Gut, das hat natürlich so funktioniert, wie es meistens funktioniert, wenn man was vorstellt. Hier, ja, doch. Bastian ist möglicherweise, umso mehr Fotos ihr dem iPhoto sagt, dass es richtig liegt, umso besser wird es in Zukunft. Jetzt sind wir mal gespannt, was mit mir passiert ist. Wow, beides Bastian. Und dann komme ich hier so, hübsch. Genau, und hier ist dasselbe. Haben wir Glück gehabt. Und da könnt ihr halt jetzt sagen, nein, das ist er nicht oder ja, das ist er. Und das macht ihr jetzt ungefähr 10 Mal mit verschiedenen Fotos. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eure Freunde, eure Familienmitglieder alle erkennt, relativ hoch. Und so kommt man jetzt ganz einfach an, wenn ich jetzt sage, oh, jetzt brauche ich ein Bild für die Geburtstagskarte von der Oma, brauche ich jetzt ein Bild von meiner Schwester, dann komme ich da ganz einfach ran, indem ich einfach auf ihren Namen klicke. Sehr schön. Ich meine, ich glaube, jedem ist klar geworden, für was iPhoto da ist. Was noch wirklich toll ist an iPhoto ist, dass man, also einen großen Vorteil von iPhoto gegenüber anderen Produkten ist, dass man die Fotos, die man iPhoto reinlegt, automatisch auch mit dem iPhone synchronisiert werden über iTunes. Das können natürlich Dritthersteller-Applikationen nicht. Nicht so einfach, da muss man es über einen Ordner machen. Das geht in iPhoto sehr, sehr viel einfacher. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, es kommt im Zweifel kostenlos mit eurem Mac mit, wenn ihr einen neueren Mac habt, und ansonsten ist es in der iLife Suite dabei. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Irgendwie 9 und es ist eine 9 hinten dran. Es muss ausreichen. Ja. Ich glaube 59, 69. Könnt ihr alle nachschauen. Ich glaube, es kostet 11,99 € einzeln im App Store. Stimmt, man kann es einzeln kaufen, richtig. Das geht jetzt auch ganz neu. Ja, und so viel zum Thema iPhoto. So, bevor wir jetzt weitergehen zum nächsten Programm, kommen wir noch mal kurz auf unseren Sponsor zu sprechen. Wir haben einen neuen Sponsor. Wir haben einen Sponsor. Und zwar ist das die Firma Smile Software, früher bekannt als Smile on my Mac. Und wir reden heute mal kurz über eins ihrer Programme, und zwar über den Text Expander. Ja, was macht der Text Expander? Ja, sagen wir mal so, der Name ist da bei diesem Programm tatsächlich Programm. Er hat die Fähigkeit, Textbausteine in ganze Texte zu verwandeln. Mhm. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, so sieht das ganz normale Interface aus. Ich habe jetzt hier bestimmte vordefinierte Bausteine. Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel, ich weiß, dass ich meinen Brief immer mit einem bestimmten Ende beenden möchte, dann kann ich natürlich das jedes Mal hinschreiben, und im Zweifel, wenn ich 20 Briefe am Tag schreibe, verbrauche ich damit wahnsinnig viel Zeit. Ich kann aber auch hier einfach einen neuen Baustein anlegen und kann jetzt hier zum Beispiel mit freundlichen Grüßen Tino Tetzel und dann email@digital, ja. Und in dem Fall, siehst du, wie lange ich schon brauche, eine E-Mail-Adresse, einmal das zu schreiben. Ja. Und zwar, wenn ich mich viermal verschreibe, brauche ich natürlich extrem lang. Dann Adresse haben wir hier noch und keine Ahnung, und Webseite www.digitalupgrade. Habe ich hier auch noch. Ich habe, das Schöne ist, ich habe hier noch so währenddessen Schleifwerbung für unsere Webseite gemacht. So, mach hier, das machen wir weg, das ist nicht so schön. So, und jetzt muss ich mir hier einen Kürzel ausdenken. Jetzt passt es natürlich, das sollte ich mir natürlich merken. Ich sage, ich möchte meinen Brief damit beenden, deswegen nenne ich es Beende. Also im Normalfall sollte man Sachen benutzen, die man jetzt nicht in anderen Zusammenhängen benutzt.
Zum Beispiel jetzt eine Dissertation über Futurama schreibst und Bänder schreiben willst. Dann wäre es eher ärgerlich. Deswegen ein Trick, den man ganz, ganz gut benutzen kann. Man fängt zum Beispiel entweder mit dem Komma an, sieht man hier auch, oder man dupliziert den ersten Buchstaben. Das passiert, das gibt es einfach meistens nicht. So, ich mache jetzt einfach mal, weil du das so schön gesagt hast, nenne ich es E-Ende, damit alle das auch im Nachhinein noch benutzen, weiter wissen. So, jetzt kann ich das hier zumachen. Und wenn ich jetzt hier mein Textprogramm aufmache, das im Zweifelfall hier einfach der Texteditor ist, weil mit dem schreibe ich die schönsten Briefe, habe ich mal gehört, kann ich hier, wenn ich E-Ende eingebe, innerhalb von ganz kurzer Zeit den ganzen Text einfügen. Also immer, wenn ihr irgendwelche Dinge habt, die ihr ganz oft schreiben müsst, sei es euer Name, sei es eure Adresse, sei es eure Kontonummer, E-Mail-Adresse, irgendwas in der Art, könnt ihr euch dafür Text-Expander-Snippets anlegen. Und das können beliebig viele sein und wählt Kürzel, die ihr euch einfach merken könnt und schon könnt ihr euch ganz, ganz, ganz viel Tipparbeit sparen. Und also ich schreibe beruflich zum Beispiel sehr, sehr, sehr viele E-Mails und ich habe ganz viele so Textbausteine. Viele machen dann Textfile auf, machen da immer Copy und Paste draußen rein. Mit Textexpander geht es viel schneller. Ich muss nicht das Programm verlassen, in dem ich gerade bin, sondern ich tippe das da einfach rein. Ich kann mir zum Beispiel sicher gehen, wenn ich eine E-Mail-Adresse in ein Formular reinschreibe, vertippe ich mich nicht, weil ich ein Kürzel für meine E-Mail-Adresse reingebe. Also es gibt wahnsinnig viele Anwendungsgebiete, wofür man es benutzen kann. Man kann Bilder einfügen in die Snippets, man kann Apple-Skripte und Shell-Skripte laufen lassen. Also da ist selbst das Geek-Herz hat da auf jeden Fall noch ein bisschen Möglichkeit, was zu tun. Ja, genau. Wir haben zum Beispiel zwei verschiedene E-Mail-Adressen, einmal mit Digital Upgrade, einmal Info, einmal meinen eigenen. Ich mache das immer dann so. Ich kann jetzt hier zum Beispiel tino@tetzel, kann ich natürlich auch machen, aber ich kann natürlich auch Digital Upgrade. .de schreiben und unten das Kürzel, dann nenne ich das, was will ich, hier ttdu und das zweite würde ich dann beispielsweise anders nennen. Was aber noch sehr schön ist, wenn ich jetzt hier den ganzen Text geschrieben habe und ich finde den Text wahnsinnig cool und möchte den natürlich öfters benutzen, dann kann ich natürlich immer hingehen, den Text kopieren und dann hier ein Snippet anlegen, aber das Ganze kann ich auch viel einfacher machen. Ich kann mir nämlich Textkürzel anlegen und muss dann hier nur ein Tastaturkommando festlegen und kann dann hier beispielsweise aus der Zwischenablage direkt einen Baustein erzeugen und muss dann nur noch das Kürzel dafür eingeben. Genau. Also TextExpander von Smile Software gibt zwei Möglichkeiten, wo ihr das findet. Zum einen im Mac App Store oder auf smilesoftware.com. Da können wir bitte gerade nochmal diesen Smile Lower Third haben. Vielen Dank. Ja. Smilesoftware.com. TextExpander kostet... TextExpander kostet 27,99 € im Mac App Store und wahrscheinlich bei Smile on my Mac, wenn man den Dollarpreis umrechnet, auch. Wahrscheinlich, genau. schaut es euch mal an, das ist großartige Software. Also wie gesagt, TextExpander benutze ich täglich, mindestens 200 Mal geschätzt. Also ja, großartiges Programm, großartige Firma, vielen Dank und dann machen wir mal weiter. Ja, natürlich haben wir euch jetzt gezeigt, was ihr auf dem Mac so benutzen könnt. Aber wir wären nicht Digital Upgrade, wenn wir nicht eine Möglichkeit hätten, das auch auf anderen Produkten, auf anderen Plattformen Bilder in eine Bibliothek zu bringen. Genau, da gibt es von Google denn das Produkt Picasa, die Software Picasa. Und ich glaube, die läuft sogar auf Linux. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die läuft unter macOS 10, läuft auf Windows und sie läuft unter Linux. Ist sehr einfach zu bedienen, also ist fast wie iPhoto zu bedienen. Und zwar sieht das Icon hier unten so aus. Machen wir das mal auf. Es öffnen Sie zum ersten Mal. Ja, ich möchte das öffnen, natürlich. So, und jetzt kriege ich hier noch schöne Bedingungen von Google. Vielen Dank. Und Picasa beim ersten Start fragt mich direkt, möchtest du denn deinen Computer nach Bildern durchsuchen? Sage ich, ja, warum auch nicht? Durchsucht er mal meinen Benutzerordner nach Bildern. Vielleicht findet er welche. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Auf dem Desktop liegen ein paar. Oh, er hat schon welche gefunden. Er findet unter anderem zum Beispiel auch die von, oh Gott, wie kommt der denn eigentlich an die ganzen anderen Fotos dran? Er hat wahrscheinlich einfach die aus dem Rechner genommen. Ja, aber die sind doch alle nicht in dem Account drin. Egal. Also er hat meine iPhoto-Library direkt indiziert und er hat jetzt zum Beispiel die Bilder auf meinem Desktop gefunden. Er zeigt mir das hier jetzt auch so ein bisschen an, so in so einer Auflistung. Mit meinen ganzen Ordnern, die er jetzt zum Beispiel angelegt hat. Und jetzt sucht er zum Beispiel direkt Personen. Das kann iPhoto und das kann Picasa auch. Was ich natürlich auch kann, ist, ich kann Bilder importieren von zum Beispiel einer Speicherkarte.
So, dann holen wir uns das mal. Holen wir uns die rein. Das sind jetzt auch RAW-Dateien. Die ziehe ich da ins Dock-Icon rein. Und wir sehen schon, er importiert jetzt. Und was er mir gleich anzeigt, sind die Bearbeitungsfunktionen von Picasa. So, jetzt gehe ich mal hin und sage zum Beispiel, ich möchte auf gut Glück finde ich gut. Genau, dann macht er halt dann irgendeine Bearbeitung mit dem Foto. Na, er macht gar keine Bearbeitung mit dem Foto. Vielleicht, weil er gerade noch importiert. Vielleicht war das auf gut Glück. So, ich nehme gerade einfach nochmal ein neues Bild. Ich nehme jetzt zum Beispiel hier das Bild Lecker Essen. So, also es gibt verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten, genauso wie es das in iPhoto auch gab. Ich kann natürlich trotzdem sagen, ich möchte jetzt irgendwas speziell machen, also ich aufhellen, ich möchte ein bisschen mehr Schatten. Ich kann Effekte, einstellen. Also ich kann hier genauso Bearbeitungen machen, wie ich das in anderen Bildbearbeitung, Verwaltungen auch machen kann. Mhm. Und ich kann das Ganze auch noch sharen. Also so wie das in iPhoto auch geht. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel das direkt als in mein Picasa Webalbum hochladen. Das ist relativ cool, weil Google hat da einen Webdienst damit. Da melde ich mich jetzt mit meinem Google-Konto an. Da lädt das jetzt hoch. Ich weiß dann leider mein Google-Passwort nicht auswendig. Deswegen kann ich es jetzt leider nicht. Das ist jetzt sehr schlecht von mir. Auf jeden Fall. Doch, das kriege ich doch hin. Das ist ja auch ein Google-Passwort, ein Google-Konto in der Regel. Ja, das hat gut funktioniert, wie ihr seht. Also theoretisch könnt ihr das auf picasa.com hochladen. Ist auf jeden Fall ein kostenloser Bilderspeicherdienst, wo ihr das dann auch an Freunde weitergeben könnt. Ihr könnt es natürlich per E-Mail verschicken. Ihr könnt das Ganze auch, könnt ihr auch eine Collage draus machen aus mehreren Bildern und ihr könnt eine Dia-Show könnt ihr praktisch auch machen. Ich weiß gar nicht, ob das hier mit einem Bild ist, das vielleicht ein bisschen, mehr auswählen bisschen blöd, sag ich mal so. Ich will jetzt mal so ein paar aus. So, und dann machen wir jetzt mal eine Collage draus. Und ich kann das halt jetzt auch nehmen und einfach irgendwo anders hinziehen, größer machen, kleiner machen. Und das kann ich mir dann zum Beispiel drucken oder als einen Bildschirmhintergrund festlegen und so weiter und so fort. Kann das auch mischen. Ich, wie gesagt, nachher drucken und ausgeben kann ich ganz einfach. Oder ich kann mir hier auch eine Diashow erstellen. Also das ist eine ganz, ganz simple Diashow, aber es geht auf jeden Fall sehr schnell. Sehr schön. Ja, ich kann es dann, wie gesagt, auf jeden Fall weitergeben. Das verwerfen wir jetzt wieder, brauchen wir jetzt nicht. Und er hat auch eine Personenerkennungsfunktion. Funktioniert hier genauso. Ich könnte jetzt hier tatsächlich einen Kontakt von mir auswählen, aber den habe ich jetzt nicht. So, hallo. Bastian. Neue Person. Okay. Tino, das ist auch eine neue Person. Ich könnte jetzt auch auf meine Google-Kontakte zugreifen, wenn ich das möchte. So, und jetzt, oh, da hat er gleich noch viele andere Leute erkannt, die ich jetzt hier alle eingeben könnte. Und wir sehen jetzt aber schon, er hat die anderen Bilder auch gleich erkannt. Und ich sehe zum Beispiel, das sind alle Bilder zum Thema Bastian. Und jetzt kann ich mir das auch noch auf der Karte nochmal anschauen, so wie das vorhin auch funktioniert hat. Nur, dass es nicht funktioniert. Hallo? Theoretisch zeigt er mir hier auch die Karte an, wo ich dann nachher bin. Jetzt muss ich dann nur noch. Ich hätte auch in die andere Richtung einfach gehen können, wäre ich vielleicht schneller gewesen. Da oben ist Deutschland. Ah. Er hat es aber auf jeden Fall schon mal nicht erkannt. Ist ein bisschen merkwürdig, weil er mir auch gerade den PIN angezeigt hat, dass er es kennt. Das muss ich gestehen, verstehe ich nicht ganz. Schauen wir nochmal. Also eigentlich. PIN. Er zeigt mir aus irgendwelchen Gründen gerade nicht an welcher. Da zeigt es an. Also war das vielleicht nur irgendwie in dem Bild falsch gespeichert, weil er es aus einem Foto gezogen hat. Da ist genauso die Location drin gespeichert, so wie das sein soll. Und ist auf jeden Fall eine sehr einfache, aber doch sehr, sehr powerful. Eine sehr mächtige, umfangreiche Bildverwaltungsdatenbank mit Bildbearbeitungsfunktionen. Die gleichzeitig auch noch kostenlos ist. Toll. Ja, wunderbar. Und funktioniert auf verschiedenen Plattformen. Genau. Was man dazu sagen muss, soweit ich weiß, dieses die Gesichtserkennungsfunktion, die läuft allerdings über die Server von Google. Das heißt, wer da seine Daten, ist es ein Produkt von Google, wer seine Daten nicht bei Google haben möchte, der sollte Picasa nicht benutzen. Sagen wir es mal ganz einfach so, weil
im Zweifel. Ich muss jetzt gestehen, ich habe diese Euler auch nicht durchgelesen. Das heißt, im Zweifel habe ich da sowieso meine Seele an Google verkauft. Ja, das müsst ihr natürlich selbst wissen. Ja, ich würde sagen, damit sind wir für heute schon am Ende. Der Akku auch gleich. Ja, ist gut. Wir müssen das jetzt natürlich, jetzt müssen wir schnell fertig machen. Ja, was haben wir heute uns angeschaut? Wir haben uns heute angeschaut iPhoto. Dann haben wir uns das tolle, wie hieß es, Image Capture auf Deutsch, digitale Bilder. Digitale Bilder haben wir kennengelernt. Dann haben wir noch kennengelernt Picasa. Genau. Findet ihr übrigens unter picasa.com. Könnt ihr es runterladen. Da ist auch der Online-Dienst. Ja, das haben wir auch kennengelernt. Und natürlich möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei unserem Sponsor bedanken, Smile Software, ohne die das hier nicht möglich wäre. Absolut. Ja, vielen Dank an Smile und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, das war Digital Upgrade und ihr wurdet abgegradet. Abspann. Juhu. Ja. Wer sich da gefragt hat, wer drückt die Knöpfe, währenddessen die zwei Clowns da vorne rumhampeln. Heute ist Girls Day. Woohoo! Und deswegen haben wir zwei Mädels, wie ihr im Abspann lesen konntet, hier hinter den Rechner gesetzt und auf die Knöpfe drücken lassen. Er hat euch sicher gewünscht, dass wir hinter dem Rechner sitzen und die Mädels vor der Kamera stehen. Ja, das haben wir. Haben wir uns auch gewünscht, aber hat nicht geklappt. Ja. Vielen Dank an euch beide. Lief super. Mir fehlen gerade die Worte. Schön. Gut, dann machen wir weiter. Es gibt noch viel zu tun heute. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wiederschauen. Und ihr dürft auf Stopp drücken.